Nö, das war. Achso, ja, aber das war, glaube ich, Mitgliederbereich. Es gibt ja auch zum Beispiel so schon Fotos, aber das ist so Mitgliederbereich, habe ich letztens erst gesehen. D-Max gab es auch geilen Stuff. Ja, ist bei mir genauso. Also eigentlich egal, was bei D-Max war, ob es diese Goldschürfer waren, ob es hier Manosakis war, fand ich alles irgendwie geil. Aber da muss ich wirklich sagen, die haben das wirklich verstanden, das, was sie geschrieben haben. Der Männersender so. Egal was, das hat dich interessiert so. Egal, ob die da irgendwie Gold schürfen, ein Motorrad umbauen, ein Auto umbauen oder Diese fischen großen gehen. Maschinen, weißt du? Ne? Also. Was sagst du? Diese großen Maschinen, die größten, was weiß ich, Schiffsmotoren und sowas, alles Ja. Die Ludolfs, ja. Ich bin nur hier, weil ich dir ein Pokémon schenken wollte. Bye bye. Loki, hau rein. Sorry, aber das ist absolut nicht meins. Aber trotzdem nett von dir. Dankeschön. Wenn du Pokémon-Karten hast, meine Tochter sammelt das, ne? Welches Pokémon soll das denn sein, was du verschenken wolltest? Hier, Ausrufezeichen Lost, dann kannst du bei Holika das schenken. Er ist Fan. Also ich kann damit nichts anfangen, wirklich. Hat ja nichts mit Kennzeichen zu tun, das ist einfach eine Bildungslücke. Was? Ja, wenn man. Nein, das hat nichts. Nee, das ist einfach ein Interessenkonflikt. Es ist auch keine Bildungslücke, es ist einfach ein komplett anderes Interesse. Also das ist wirklich Mal. etwas, was mich überhaupt nicht interessiert ist. Ja. Genauso wie Star Wars oder was weiß ich Ja, guck was. mal, das ist alles. Merkst du, wie du im Leben abgerutscht bist? Bei den ganzen Themen. Guck mal, das ist so wie der Himmel ist blau, das ist auch kein Interessenkonflikt, wenn du das siehst, wie ich mich hier fahren will. Guck, der Himmel ist blau, das machen wir heute auch. Aber jedem das Seine, ne? Ey, wer das mag, soll das mögen. Aber es ist einfach nur nichts für mich. Es hat auch, glaube ich, aber auch viel damit zu tun, einfach. Ich durfte A, nicht viel fernsehen. Wir hatten nur einen Fernseher im Haus. Und ich war nicht gerne zu Hause, ne? Mein Vater hatte ein Alkoholproblem. Und ich bin super gerne mit meinen Freunden rausgegangen zu spielen, damit ich das zu Hause nicht mitkriegen muss. Also. Wäre das nicht gewesen, wäre ich vielleicht auch drauf hängen geblieben. Ist aber halt nicht so. Ich war Fahrradfahren. Ich habe mit Freunden Fußball gespielt. Wir hatten sogar mal eine Street-Hockey-Mannschaft aufgebaut. Könnt ihr euch vorstellen? Der dicke Bäcker, den ihr da seht, stand mal auf K2 Ferries, die er geklaut hat, weil er kein Geld dafür hatte. Und hat in einer Mannschaft Street-Hockey gespielt. Hat sogar zwei Autohäuser als Sponsoren mit anderen Freunden gefunden, die Trikots gesponsert haben. Das mit, vielleicht waren wir 12, 13. Das war noch Zeit. Alexa, stopp.
nicht so lang, ne? Ja, so, da sind die Walnüsse. Ja. Moin. Moin, Alter. Yes, Daddy. Jetzt in der Kuh. Willst du sagen, du hattest ein richtiges Leben? Ja, Elbaden, ich glaube ja. Ah, boah. Das sind nur 8, ne? Das ist ein Blech. Boah! Motherfucker! Feuerball, Junge! Das. Ah, vom Dings. Ich hatte hier noch ein bisschen Feinschmecker. Versuch das rauszukriegen, ne? Weil das wirst du sehen an meinem Brot. Das ist scheiße. Dann kommt das zurück und dann haben wir den Ärger. Gar kein Problem. Hier, zack. Bam. So, Pavel B. sozialisiert mit Autos, diese Mädels aus dem Rambo. Was? Was schreibt dieser komische Tomaik da schon wieder? Er mag kein Pokémon, kein Star Wars. Heute in der Doku, Mofa Gang, alter Büchen, neben zwischen Feldweg und Mofa und Tanzen Rambo, die wilden 90er. Boom! Alter, das ist mein Leben. Illegale Straßenrennen gab's auch. Wir wurden mal wegen illegalen Straßenrennen im Gewerbegebiet wurden wir eingekesselt von der Polizei. Dann, also heute kann ich sagen, es wurde so ein kleines Rennen da gemacht, aber wir sind auch da freigekommen, weil mein jugoslawischer Freund, ihr könnt euch vorstellen, so noch mal einen halben Kopf größer. Und also ich in etwas schlanker, aber noch halt so breit, ne? Also wenn der irgendwo zugelangt hat, da lagst du. Mein jugoslawischer Freund steigt aus dem Polo 86C, tiefer gelegt, auf 13 Zoll Fett.